Nationalpark Gesäuse, ein echtes Gebiet der nachhaltigen Entwicklung, in dem die Interessen der kleinen Unternehmen und der Erhaltung des Naturerbes organisch kombiniert werden. One of our projects, which we now do for more than 15 years, is our partner project. Partner means making partnership with family-sized enterprises here in the National Park region. And it's a benefit for both sides. We as a National Park benefit because we make friends. We make friends who speak good about National Park, who are like communication channels for us. And the enterprises, they have a benefit because their economy is strengthened and we strengthen regional economic circuits. It's a win-win situation, good for the National Park and good for the region, because our aim is to strengthen regional development as well. Karl und ich, wir führen hier auf 1037 Metern eine kleine Jausenstation. Es ist Almgebiet, im Sommer sind die Tiere hier oben, Kühe vor allem und Jungvieh. Wir betreuen Wanderer vor allem, Klettersteiggeher, Urlauber, die Tagesausflüge machen, Spaziergänge im Sommer. Und im Winter kann man bei uns mit den Tourenski unterwegs sein, mit den Rodeln, mit Schneeschuhen. Es gibt mehr Wanderer als Skifahrer bei uns in der Gegend. Und insofern ist der Sommer die bessere Saison. Das Besondere an unserer Hütte ist, wir machen den Strom selber. Das heißt, wir haben im Keller ein Blockheizkraftwerk stehen. Das wird leider aktuell mit Gas betrieben. Wir haben so viel Strom, dass wir zwei Spülmaschinen betreiben können, die wir umgebaut haben. Aber wir können zum Beispiel keine Kaffeemaschine betreiben. Manche Dinge laufen wie früher, wie zu Großmutters Zeiten. Und das mögen wir aber auch. Was wir auch noch gemacht haben, und wir haben uns einen Kühlraum gebaut, der mit dem Wasser, das vom Berg kommt, an einer Wand gekühlt wird. Und wir damit ein bisschen eine bessere Vorratshaltung betreiben können. Wir mögen es gemütlich, wir mögen es traditionell. Wir haben es nicht so eilig wie unsere Gäste manchmal. Wir sind hier heroben knapp 4 Kilometer vom Dorf entfernt. Das ist gerade so viel, dass wir in einer eigenen kleinen Welt leben. Man kann uns aber gut mit dem Auto erreichen, so sind wir also an die Welt angeschlossen. Und die Idee des Nationalpark Gesäuses ist in der Region auf viele verschiedene Stimmen gestoßen. Aber für uns war es von Anfang an interessant, weil uns die Idee gefallen hat, die Tourismusströme zu lenken. Weil wir nicht der Meinung sind, dass jeder überall sein muss, sondern dass es besser ist, die Region selber zu gestalten und nicht gestalten zu lassen. Wir haben eine Region, wo sanfter Tourismus immer noch vorherrscht. Manche denken, wir sind im Dornröschenschlaf, aber das macht nichts. Es ist schön so, weil wir dann eben auch noch Zeit haben, manchmal oder meistens unsere Gäste auch kennenzulernen. Und wir wollen keinen Massentourismus hier, den könnten wir gar nicht bewältigen. Und wir gehören ja nicht zum Kerngebiet, sondern wurden gezielt eben ja auch angesprochen als Betriebe am Rande und außerhalb des Nationalparks. Und gerade das fanden wir eben auch sehr reizvoll, im Boot zu sein, mit an Bord zu sein. Insofern konnten wir von der ersten Stunde an das mit begleiten. Mit turbulenten Besprechungen und in unserer Region, ich komme ja aus Bayern, aus dem Süden von Deutschland, dass die Region hier sehr bodenständig ist und neue Ideen es manchmal ein bisschen schwer haben.
dass sie ihr Leben bekommen. Es gibt aber auch unheimlich viel kreative Menschen und Menschen, die zupacken und gut organisieren können. Von dem her ist es eine gute Mischung. Die Caro hat uns lange Jahre gut begleitet und hat ein gutes Gespür gehabt für die Menschen, die zum Projekt dazu passen. Natürlich gab es auch welche, die sich dann wieder verabschiedet haben, aber das darf ja auch so sein. Man geht einen Teil des Weges miteinander, solange es für beide Seiten gut ist. Und wenn es dann nicht mehr okay ist, geht man halt auch wieder auseinander. Der Nutzen für mich ist in mehrerlei Hinsicht, auf verschiedenen Ebenen. Wir sind lauter kleine Betriebe hier. Wir arbeiten überwiegend zu zweit, der Karl und ich, arbeiten ganz viel selber, von in der Früh um 6 oder 7 bis abends um 10, 11, 12, wie es halt eben ist. Das heißt, man kommt nicht viel zum Denken, im Sommer schon gleich gar nicht. Und durch das Projekt muss ich manchmal was anders denken. Also es holt mich wieder raus, es gibt noch Menschen außerhalb, es gibt andere Themen. Ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht, Tourismusentwicklung, Produkte, die Zusammenarbeit. Und sagt mir, da gibt es noch was anderes zum Denken und zum Gestalten und zum Mitarbeiten. Und so gut ich das kann, mache ich das auch. So, zu Beginn, eine Dame war angestellt vom Nationalpark, die hatte ein Jahr Zeit, um das Partnernetzwerk auf die Füße zu stellen. Aber sie sagte einfach, okay, ich schaue, wo gibt es Farmers, wo gibt es Gastronomie, wo gibt es Hotels. Und ich frage alle und wer möchte, kommt zu unserem Netzwerk. Das war meine Ausgangssituation. Als ich begann, sagte ich, oh, was ist meine Arbeit, was ist meine Aufgabe? Ich musste zu den Partnern gehen. Das Wichtigste war, mit den Partnern sprechen. So, ich musste ihnen, also niemand wusste, wo geht der Weg hin, was ist das, was ist ein Partnernetzwerk? Ich wusste es auch nicht. Aber gemeinsam mit den Partnern stellten wir Ideen auf die Füße, Ideen, die von den Partnern umsetzbar waren. Es konnte nicht so sein, dass ich sagte, okay, ich habe einen Plan, wir machen das und das. Nein, wir mussten gemeinsam, konnten wir erarbeiten, was für die Partner wichtig war. Und das war eigentlich die Basis von dem ganzen Netzwerk. Und so, ich sage einfach, meine Aufgabe war, ein Feuer zu entzünden in den Herzen von den Partnern und das Feuer zum Brennen bringen. Und es brennt. Nach einem eher schwierigen Anfang begann das Partnernetzwerk von sich aus zu arbeiten, weil die Partner einfach sahen, okay, das ist eine gute Sache und auch ich profitiere davon. Sie lernten Wertschätzung für ihre eigenen Produkte, Wertschätzung für die Produkte der anderen Partner in der Region. Weil zuerst dachten sie, okay, meine Butter, mein Käse, die ich immer schon gemacht habe, ist nichts Besonderes. Aber nach Jahren merkten sie, okay, das ist ein gutes Produkt und ich kann auch den Preis verlangen für mein Produkt. Und genauso für die anderen Produkte in der Region. Das ist gutes Handwerk, besser als vom Supermarkt. Und viele Partner arbeiten nach 10 Jahren in diese Richtung. I started 2013 with another restaurant and it's a little bit too small for me. And then I changed to this place here in Großreifling, and there we started a shop with our farmers and producers from the region. That's a big chance for the value of the region, I think, and to get a higher value for the producers and for the farmers. And I think that's
the best thing we can do for our, I said, for the Gesäuse partners and all the other partners here in the region, to show the consumers what we have in this small region. We started with the shop in 2017. In 2019, we get the Gesäuse Innovation Prize for the shop. It was a big surprise for me because I said, I do it for me and for my partners. That's a dream that was perfect for us. And we want to give power to the region, because when we don't give the power to the region, the people will go. The young people will go to the cities, and they don't want to stay here. They only make vacation here because we have beautiful nature and landscape. And I think that's a big problem. The young people need jobs. And when we buy here our things, the people have jobs. When the Corona pandemic starts, we rent an old house and make rooms inside. This house is also very old, where we have our restaurant. It's about 500 years, and the other house where we have our rooms, 300 years old. We want to rebuild old houses. The Gesäuse Partner Program is perfect for us. It's a good marketing instrument for the whole partners. It's also a meeting point for the partners, and we can talk together and say, yeah, that's good for the future, that's not so good, and we can make up a good plan for our future, for our landscape and for all what we do here. Wir haben hier ein wunderschönes Hotel im Mooslandl, direkt im Grünen, mit 50 Betten. Ein kleines Hüttendorf am Badesee und einen Campingplatz. Wir führen das Hotel bereits in vierter Generation. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen Nationalpark haben. In Zeiten wie diesen, wo die Klimaerwärmung immer schlimmer wird, sind wir besonders glücklich, hier den Nationalpark Gesäuse zu haben. Wir leben danach und versuchen auch unsere Gäste zu beeindrucken. Wir haben eine Hackschnitzelheizung, eine Solaranlage. Dann hängen wir die Wäsche selbst noch ins Grüne, in die Sonne. Wir versuchen, so viel Energie als möglich zu vermeiden. Natürlich kaufen wir viele Fleisch und Obst und Gemüse bei unseren Nachbarn und versuchen auch, unsere Partnerbetriebe einfach zu unterstützen. Wir treffen uns im Jahr ein paar Mal, das ist sehr wichtig. Wir können uns austauschen, was der eine nicht weiß, sagt der andere, und das ist eine große Hilfe. Wir helfen einander, und nur durch diese Partnerschaft kann der Nationalpark bestehen. Ja, wir sind glücklich, hier zu leben, hier in diesem schönen Park, und hoffen, dass wir zur Natur etwas beitragen können, damit auch unsere Nachfahren noch so gut leben können wie wir. I call myself one of the last real Aboriginals of this national park. So I know these mountains around very well. I mostly make courses for alpine climbing, sure. And on the second hand, I guide mountains through the highest faces here and in the rest of the world. And I guided, for example, in the Himalayas, in Kyrgyzstan, in Alaska, and Antarctica, everywhere. But this here is my home mountain range. Yeah, I'm also a partner of the National Park because I like the job and the mindset of the National Park. And for me, the main mindset of creating a National Park is to preserve and small area in this big world, as it without human impact, you know. Even I like natural forests, and I like to show them to my clients, because most of the clients, they even don't know what is a real forest. It's a very good feeling if you see real old trees, which were not planted just for the economic world. And I tell them why it is important to preserve such an area. I'm a geologist. I translate the
stories of the stones, but I always tell the stories of the region, of the people, of the products, of the specialities. So I have a special thing that is called geology on the table. You can eat stones, yes. some stones you eat every day. It is from salt. And I tell the stories about stones, for which products you use it, for glass, for porcelain. And I tell the people about these products, about the minerals there are in, and we can eat something and drink something from the special products from our region on different places with the partners from our network. This is a very special place because this point is a special point. Here was ice in the Ice Age. It was 300 meters above us. We are very proud to be a partner of this park because it's a very nice cooperation. We have four heads. We built it from the wood of our own forest. We get advertised from the National Park with many different offers and in the magazine from the National Park. And this works very good because many, many people are interested on the nature. Many, many people through the Corona time want to go to nature. We are now very concentrated to give the people the chance to work with animals, with our horses. The whole day they had the possibility to be outside, to do something in nature and with the horse. And we saw that this works very good with the kids. They was very calm and concentrated to give the love to the same point. They get love back. In this time we had a community, and this community is now existing, and it's a very good quality. So Corona is not only bad, it had a good side too. Ja, wir sind hier auf der Enstallerhütte. Im Hintergrund unser wunderschönes Ambiente hier auf 1543 Höhenmetern. Wir sind hier mitten im Nationalpark Gesäuse und freuen uns auch sehr, dass wir Nationalparkpartner sind. Im Gesäuse gibt es sehr viele Partner, die hier zusammenhelfen und die Region hier auch für die Touristen attraktiv machen. Wir, die Burge, meine Frau und ich, wir bewirtschaften die Hütte hier seit 3 Jahren und wir freuen uns, dass wir vom Nationalpark auch eingeladen worden sind, hier ein Partner zu sein. Der große Nutzen über diese Partnerschaft oder für so eine Partnerschaft ist, dass man sich gegenseitig hilft. Es gibt bei uns zum Beispiel die Gesäuseperle, das ist ein lokales Getränk, das wir hier auch anbieten, das auch hier in der Region gebraut wird. Und wir verkaufen hier nicht nur Getränke oder Lebensmittel, die von Supermärkten kommen, sondern die uns lokale Lieferanten auch zur Verfügung stellen. Und so kann man sich gegenseitig auch helfen. Es ist auch ein großer Vorteil für uns, dass wir hier mit der Gesäusetouristik zusammenarbeiten können und so, dass auch die Region vermarktet wird und dass auch die Partner gemeinsam vermarktet werden. Das Gebäude war mal ein ehemaliger Getreidespeicher. Hier war Getreide gelagert für die vielen Menschen, die rund um den Steirischen Erzberg gearbeitet haben und die Holzkohle produziert hat. Denn ohne Holzkohle hätte man in Eisenerz das Eisen nicht weiterverarbeiten können. Um 1900 hat man dann mit der Steinkohle begonnen zu arbeiten und die ist mit dem Zug eingeführt worden und heute machen wir das mit Gas und mit Öl.
Wir, unser Museumsteam, ist ein Verein und besteht aus wenigen Personen, die aber sehr aktiv sind. Das ist unser Obmann, Josef, unser zweiter Obmann, Uli, und die Traude, unsere Mitarbeiterin. Und es gibt noch 5 Personen und wir wollen die Geschichte der Region zeigen, die Forstgeschichte, weil sie so wichtig war. Aus der Natur, die Arbeitshintergrund ist sehr wichtig, die Werkzeuge, die verwendet wurden, die Transportmöglichkeiten und der Vergleich in der Vergangenheit bis heute. Und ganz wichtig ist uns, dass die Jugend, unsere Kinder verstehen, wie die Zusammenhänge funktioniert haben, vom Wald, von der Natur bis zur Arbeit, zur Verarbeitung, zur Produktion. Und so ist auch ein Schwerpunkt auf den Kinderprogrammen. Wir leben hier mit Begeisterung. Wir kommen alle aus der Region. Wir sind sehr heimatverbunden. Wir mögen die Natur, wir mögen die Kultur und die Verbindung. Und daher sind wir auch sehr gerne Partner. Und wir mögen uns. Gell? Ja, wir mögen uns. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch mit dem Gesäuse zusammenzuarbeiten, eben weil man sich gut austauschen kann. Es gibt ja viele Sichtweisen, man kann sich gegenseitig helfen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Exkursionen, wo man sich einfach besser kennenlernen kann und auch besser verstehen kann. Und wir sind begeisterte Netzarbeiter, Netzworker. Mein Mann und ich, wir betreiben diese Konditorei seit 20 Jahren. Wir sind inzwischen ein fast 3-Generationen-Betrieb. Meine 2 Enkelkinder, die sind erst 8 und 6, arbeiten auch ein bisschen mit. Wir sind seit über 10 Jahren Nationalpark Gesäuse-Partner. Am Anfang stand die Idee und wir fanden diese Idee sehr gut, obwohl sie manchmal skeptisch aufgenommen wurde. Es sind inzwischen sehr viele Gesäusepartner und wir sind untereinander sehr vernetzt, soweit das im Rahmen des Möglichen liegt. Was wir dadurch gewinnen, sind natürlich viele Gemeinschaften und Freundschaften mit anderen Betrieben. Wir lernen dadurch auch viele Produkte kennen, die wir vorher nicht gekannt haben und die wir dann, soweit es uns möglich ist, auch in unserem Betrieb verwenden können und dürfen. Zum Beispiel Milch vom Bauern ist uns das leider nicht möglich, weil wir das Eis selber herstellen und da sehr strengen Kontrollen unterliegen. Aber es sind andere Sachen möglich, so wie Apfelsaft, verschiedene, so wie die Gesäuseperle oder solche Dinge oder Honig. Diese Dinge können wir nehmen und das macht uns sehr viel Spaß, denn wir haben sehr viele Gäste, die diese Ideen natürlich auch verfolgen und sehr gut finden und diese Produkte sehr gerne annehmen. Das heißt, es werden oft gängige Produkte, die wir vorher verwendet haben, nicht mehr verwendet. Dafür verwenden wir nur mehr regionale Produkte. Viele Gäste, die zu uns kommen und Kaffee trinken und uns dann fragen, ja, wo ist der Nationalpark? Wir sagen, ja, ist halt mittendrin. Und dann können wir unseren Gästen immer ganz viele Sachen erklären von den ganzen Veranstaltungen, von den ganzen Wanderungen, alles, was sie unternehmen können, alles, was sie angeboten wird für Kinder, für Erwachsene. Das ist für uns immer sehr lustig, wenn wir dann sehen, wie die Augen zu leuchten beginnen. Und sie stürzen sich quasi in den Nationalpark und gehen dann auf Entdeckungsreise. Wir bewirtschaften hier unseren kleinen Bauernhof. Wir haben Schafe und Schweine und Hühner. Und wir haben 2 Ferienwohnungen in unserem Bauernhaus untergebracht. Wir haben noch 2 Kinder, Lenja und Laurenz. Wir sind Nationalparkpartner, weil uns unsere Region und unsere Umwelt sehr am Herzen liegt, weil wir den Nationalpark-Gedanken sehr gut finden und mittragen möchten und auch ein Stück dazu zum Gelingen des Ganzen beitragen möchten. Und wir erzählen unseren Gästen gerne vom Nationalpark und
animieren Sie zum Besuch des Nationalparks und wir möchten Ihnen auch vermitteln, warum Nationalpark wichtig ist und Naturschutz wichtig ist. Und wir leben das hier bei uns am Hof und möchten das auch unseren Gästen vermitteln und hinaustragen. Gasthaus zur Innsbrücke ist seit 1890 am selben Standort. Unsere Familie ist seit 1977 hier aktiv tätig. Ich führe das Gasthaus mit meinem Bruder seit 1991. Unser Betrieb hat 180 Sitzplätze. Wir haben 8 Mitarbeiter. Wir sind in der Region bekannt für regionale Produkte. Wir haben Lieferpartner seit über 30 Jahren, die uns Fleisch liefern. Wir sind auch Mitbegründer der Nationalparkpartner. Vorher schon die Gruppe Gesäusewirte schon sehr lange tätig war, über 30 Jahre. Und diese Gruppe ist dann in die Nationalparkpartner übergetreten. Wir sind stark involviert in das Partnerprojekt. Mit diesem regionalen Netzwerk können wir uns aber auch national und auch dann international sehr gut präsentieren. Wie mein Bruder schon vorgestellt haben, machen wir viel mit Produkten aus der Region. Wir haben die Genussregion Gesäusewild mit begründet, arbeiten seit über 30 Jahren mit einem Bauern zusammen, haben auch Schwammerl aus der Region. Und das ist natürlich für einen Koch, wenn er Produkte aus seiner näheren Umgebung hat, ist das natürlich ganz was Feines, dass er das verarbeiten kann und ihm die Bauern das bringen oder der Jäger. Was natürlich auch immer sehr gut ist, ist, dass man untereinander sich trifft, branchenmäßig, dass man sich austauscht und auch gemeinsam neue Pläne oder neue Visionen in den Kopf kriegt. Und das ist natürlich auch immer sehr wichtig, dass du mit den Partnern auch immer irgendwo anders hinschaust. Wir haben eben die schönen Ausflüge von der Tatra war, ob wir jetzt im Wattenmeer waren, ob wir jetzt in Spanien, in Rumänien waren wir auch schon, im Donaudelta. Und dann machst du automatisch den Austausch. Du redest mit den allen unten, was du sagst. Sie sehen, wie es das du machst. Sie schauen, sie holen von dir Ideen. Sie sehen auch, dass es für es nicht immer leicht ist, aber es ist wunderbar, wenn man miteinander irgendwas in der Region bewegen kann und die Region stärken kann. Und mittlerweile ist eben das Ganze läuft jetzt schon 20 Jahre, ist es schon ein schönes Aushängeschild für die Region, für die Steiermark und zugleich auch für Österreich, weil man wirklich vom kleinen Partner, vom Bauern oder der Jäger bis hin zum Wirten oder den Handwerkern alles untereinander sich austauscht und auf sich schaut. Und das ist natürlich ganz was Feines. Our mission as a national park is to connect people with each other and building a platform where they can meet each other, where they can maybe spin some ideas, being innovative, and also where they have a platform to sell their products as well. So we see this as an input that the national park gives to the region. It's more or less regional development. I'm responsible for all the organization behind the network, for the excursions, for new partners, for existing partners as well. Gesäuse is one of 11 touristic regions in Styria. We have 1,400 square kilometers. And yes, the main topics here are the mountains and the wild water. And right now we are in the heart of our region, which is the national park. This is kind of a treasure, which is really important to us also for touristic matters, of course. We have a kind of division, and there are two parts. The one part is the national park, which gives us the values, and we are the ones who make the marketing. We are also cooperating when it comes to pictures of the region, and also in the wording, there is
one communication strategy for all of us. And this concerns the pictures, videos and so on. And we produce them all together and disseminate them as well for all the partners here and so on. I think one of the main secrets is that we have the local products all over our country. The agricultural products from pumpkin seed oil, which is known all over the world, from horseradish, from typical ham, from southern from Styria, and then we have the great cuisine. Then we have famous beer in Austria, but we even have the wine, with some call of the Toscana of Austria, but I think we are much more better than more than the products we have, or the many type of landscapes in Styria. We have the glacier in the north and we have the vine in the south. So I love it. Yeah, we have the greatest job of the world because we can talk and be proud of our home, and we get paid for that. Very big part for the success, to have strong partners and to have close relationships with them, because just good partners make good products. Like here in Gesäuse with the Nationalpark, which is the only Nationalpark we have in Steiermark, it's really one of the best examples, and it's something like that here. You need that. You need a good cooperation between the local restaurants, the local hotels and so on, the local products all over, and this region here, they do it like great.